wieder mal wegen dem Eurowheeler 9a Radweg von Leobersdorf nach Oberweitersdorf. Hier sieht man also die Südbahnstrecke. Dieser kleine Waldabschnitt führt also entlang der Setz. Also wie man hier gut erkennen kann, ist der Eurowheeler 9a Radweg sehr gut gekennzeichnet. Es gibt auch einige sehr gute Rastmöglichkeiten auf diesem Radweg. Ja, bei knapp 11,6 Grad Celsius begleitet mich ein heftiger Nordwestwind, wobei der Wind derzeit auch stärker vom Westen her weht. Das heißt, ich habe Rückenwind. Manchmal wird hier Kuckuck angebaut, manchmal Raps. Ich schwenke jetzt mal die Kamera in die andere Richtung. Diese Tribüne ist schon mal die Jazz-Kitty gestanden und auch andere prominente Musiker. Ehe vor langer, langer Zeit einmal die Kapelle von Alfred Reinisch hier mit wirklich heurigen Liedern das heurigen Fest im Juni und im Herbst begleitet hat. Sehr empfehlenswert, hier werden also die Bänke und Tische alle aufgestellt und die ganz rückwärts sieht man dann also die Tresen und da wird eben der Wein verkostet. Und da habe ich natürlich auch vor vielen, vielen Jahrzehnten meinen ersten richtigen Rausch gehabt. Herbst wird es hier besonders acht zu geben, nachdem hier das Laub liegt, ist hier natürlich sehr, sehr glitschig und rutschig. Jetzt komme ich vorbei an der zweiten Sohlstufe. Ja, und hier, das ist die Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf, mittlerweile Kulturfabrik. Damals war es die Verdienstquelle meiner Eltern, also beide Elternteile haben hier gearbeitet. Wir haben hier direkt im Fabriksgelände gewohnt, da habe ich auch das Autofahren erlernt mit 15 Jahren. Ja, das ist die Wehranlage in Oberwaltersdorf. Und auch hier wurde früher gebadet. Es war ein sehr beliebter Badeort und da habe ich auch das Schwimmen gelernt. Das war natürlich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Ja, mit diesen Bildern aus Oberwaltersdorf und mit diesen Erzählungen und Filmsequenzen über den Eurowheeler 9 Radweg verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich werde in Zukunft mehrere solche Videos, Kurzvideos präsentieren in YouTube und natürlich auch in Facebook und freue mich schon jetzt auf eine zunehmende Fangemeinde und hoffe doch, dass ich euch mit diesem Virus des Radfahrens anstecken kann. Liebe Grüße. Tschüss.